Das Böse heißt euch willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir können also nun springen und ein bisschen gleiten, sag ich mal. Denn wir haben im letzten Part den Greifenmantel gefunden. Beziehungsweise uns den hart erkämpft, muss man eigentlich mehr sagen. Aua. Aua. So eine kleinen Pikachus. Die uns hier das Leben zur Hölle machen wollen. Kann man die auch so kaputt machen? Man kann sie einfach runterschubsen. Cool. Da rechts muss ich rüber. Und gucken, ob ich das schaffe. Okay, ja, tue ich. Bin ich mal gespannt, ob man die Dinger auch so kaputt kriegt. Nein. Mit Pfeilen vielleicht. Wir haben jetzt das bekommen. Auch nicht. Können wir einfach über die rüberspringen? Ja, cool. Ein Schieberätsel. So, okay, super. 4. Okay. Schild. Genau, Schild brauchen wir. Die sehen so ein bisschen aus wie aus Super Mario, finde ich. Diese kleinen Mini-Bowsers. Man hätte sie natürlich auch mit dem Wirbelstab umdrehen können. Fällt mir gerade so ein. Aber der Greifenmantel ist schon sehr nützlich. Es weht ein heftiger Wind. Lass dich nicht wegpusten. Ah, okay. Dafür sind also diese Löcher. Ich wollte es nur mal kurz testen. Genau. Da muss man also sehr flink sein. Okay, da war ich zuvor, ehrlich. Nein? Ach Mensch. Hüpf doch nicht immer raus, wenn du gerade Bock hast. Sieht auch ein bisschen aus wie Schnee oder sowas. Mal weg da. Ach man, bin ich dumm. Ich hätte einfach nur einmal springen brauchen. Dank des Greifenmantels kann ich das ja nun. Okay, hier können sie mich nicht runterwehen. Das ist immer schon mal etwas. Hier bin ich praktisch hinter sicher. Das ist ja auch cool. Oh shit. Ach du Scheiße. Da muss ich, glaube ich, laufen. Nein! Nein! Da brauche ich den Wirbelstab für. Nein! Ja, aber macht nichts. Das hat geklappt. Wie wundervoll. Cool. Sehr cool auf jeden Fall. Okay, jetzt müssen wir wohl runter. Dieses Gitter, es dreht sich bestimmt, wenn man kräftig drauf springt. Ja, so weit waren wir doch schon. Ups. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass das hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das war so klar. Wenn mir das überhaupt nichts ausmachen würde, wenn man mir mal ein paar Rubine mopsen würde, weil ich habe halt eigentlich echt genug. Ach du Scheiße. Muss man Timing beweisen. Das ist ja total was für mich. Wie das hier schon aussieht, ey. Irgendwie noch gar nicht wirklich viel davon erkundet hier von dem Ganzen. Okay, cool. Oh, die Musik macht mich fertig, die ist so geil. Übertrieben, wirklich. Die Idee gefällt mir auch richtig gut. Das gab es in A Link to the Past nicht, soweit ich weiß. Nee, gab es nicht. Was geht denn hier ab? Mal warten, bis er da ist.
Was auch immer wir jetzt machen müssen. What? Wir müssen bis da laufen? Ist das dein Ernst? Okay. Bin ich ja mal gespannt. Das Ding ist so übertrieben schnell. Okay, schieb, 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 schieb. Ja, geil, es hat gerade so gereicht. Es war sehr knapp. Aber okay. Was soll das denn hier? Ah, okay. Oh Gott, das war ja wieder hervorragend von mir. Was? Okay. Ach ja, man kann da zwischen den beiden dann, denke ich mal, hin und her springen. Das wird ja wohl dann möglich sein, nehme ich mal an. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Es ist notwendig, hier wirklich hin und her zu jumpen, zu fliegen, zu gleiten. Wie auch immer. Whoop. Alter Falter. Schon ein geiles Dungeon oder geiler Dungeon, wie auch immer. Könntet ihr mir mal bitte irgendwann sagen, wie das richtig heißt? Fände ich gut. Weil dann wüsste ich das mal. Oh, immer dieses runter, hoch, runter, hoch. Oh Mann. Muss man sehr konzentriert sein hier. Okay, muss man als Minish dann durch, also mit der Größe eines Minish. Großen Schlüssel habe ich nicht. Ach du Jemine. Aber da kann ich hoch mit dem Wirbelstab, wie ich sehe. Also werden wir uns den direkt mal ausrüsten und dann schauen, was wir dann so machen können. Und bumm. Okay. Ich werde mal das so versuchen. Das hat schon gereicht. Cool. Da werde ich gleich mal schauen. Nein, möchte ich jetzt noch nicht. Da komme ich so nicht hin. Okay. Ach ja, ich kann ja mittlerweile Sachen schieben. Okay. Das ist echt ein bisschen komisch. Gerade. So ganz kleines bisschen bloß. Aber hey. Macht ja nichts. Nun können wir also hier weiter. Müssen wir nur aufpassen. Da oben ist die Öffnung. Okay. Hier sind wir nun also. Ach so, ich muss wahrscheinlich. Reicht es, wenn ich da so gegenhaue? Jo, reicht. Ein Schlüssel, sehr schön. Einen kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Ja. Wundervoll. Okay. Muss ich hier jetzt wieder zurück? Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Ich bin mir gerade unschlüssig, muss ich sagen. Gab es hier irgendwo eine verschlossene Tür? Ja, aber das ist das nicht für einen großen Schlüssel? Nein, ist der kleine. Okay, super. Okay, nächste Etappe. Fetzt auch, wenn man so sieht, wie da die Wolken durchbrochen werden, richtig? Naja, was heißt durchbrochen? Also ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Ich bin ja hier mal auf den Boss gespannt, der sich hier am Ende verbergen soll. Bin ich wirklich mal sehr, 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 sehr gespannt, muss ich sagen. Das interessiert mich. Ich hoffe mal, ich werde ihn in dieser Aufnahme noch zu sehen kriegen. Wir haben nun ja auch alle Items gefunden hier. Moment, war hier unten noch was? Nein. Okay, ich kann hier oben also getrost weiterlaufen. Oh nein. Ihr seid so asozial. Das war
Verdammt knapp gerade. Verdammt knapp. Was? Was soll ich hier? Achso. Ich muss jetzt praktisch von unten lang, oder wie? Oh nein. Geh weg. Geh weg, ehrlich. Achso, ich glaube, hier muss ich dann wahrscheinlich mit dem Wind fliegen. Man müsste auch rechtzeitig die Taste drücken, ne? Cool. Das ist eine richtig geile Idee. Ich muss sagen, das gefällt mir immer mehr. Oh ja. Ja, schön. Super, es wird immer besser. Ich kann den nicht. Ach, das ist so in dem Prinzip wie dieses andere Scheißding. Ah, sehr schön. Sieht so aus, als müssten wir hier wirklich einige unserer. Ach du Scheiße. Erhaltenen Items verwenden, aber die können wir auch einfach so hinter uns lassen. Das geht natürlich auch. Komme ich wahrscheinlich so nicht rüber. Was nun? Ach so, ich sollte so darüber springen, weil ich das anders wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Aua, Drecksding! Die haben also mittlerweile auch andere Waffen. Okay, ich bin verblüfft. Ist das ein Herzteil? Wie komme ich denn da hin? Muss ich irgendwie da hinten hin? Ein blaues Rücksegment. Und dafür bin ich jetzt hier hingelaufen, ja? Das ist wirklich die Frage. Wie komme ich da rechts hin? So? Nein. Ich komme an dieses Herz da nicht ran. Ich muss wahrscheinlich von unten irgendwie ran oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gerade. Konnte ich hier rechts weiter? Ja, konnte ich. Okay. Mal schauen, wo ich jetzt hier hingelange. Über den Wolken im Windpalast. Ist ja wirklich episch hier gerade. Das hat alleine die Musik, also da habe ich richtig Bock zum Weiterzocken. So, das ist übelst cool. Aber trotzdem möchte ich hier erst einmal nochmal schnell speichern. Und den Part an dieser Stelle beenden. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht im Palast des Windes, dann schaltet auch die nächste Folge wieder ein. Bis dahin sage ich tschö mit Ö und tüdelü.